Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Mist Survival Reloaded. Schöner Morgen, wunderschöner Morgen. Ja, ein bisschen Trauer habe ich noch. Ich trage noch Schwarz. Ja, in der letzten Folge haben wir ja einen guten Freund verloren. Ah, es wird noch dauern. Es wird noch dauern, bis ich das vergessen habe. Oder, na gut, was heißt vergessen? Vergessen werde ich es nie. Ich muss damit lernen zu leben. Wie auch immer. Ein Eimer wurde leider. Ja, ich habe einen Eimer verloren. Ich habe ihn verloren. Es ist meine Schuld. Er ist ertrunken. Ich konnte ihn nicht retten. Jetzt habe ich nur noch zwei. Deine Brüder. Ah. Rest in peace, lieber Eimer. Rest in peace. Ich muss damit leben. Ich muss damit leben. Und ja, es wird dauern, bis ich mir einen dritten Eimer wieder crafte und in die Familie aufnehme. Ich weiß nicht, ob ich es jemals schaffen werde. Man kann ihn nicht ersetzen. Niemand kann ihn ersetzen. Naja, das Leben muss weitergehen. Und deswegen fahren wir jetzt auch Richtung Mine. Wir brauchen weiteren Eisen. Viel Eisen. Damit wir unseren Sledgehammer bauen können und nochmal ein bisschen auf Tour gehen können. Ich würde auch ganz gerne dann als nächstes auch meinen Bogen bauen, glaube ich. Und dann einfach mal schauen, ob ich dann mit den normalen Stickpfeilen dann auch Banditen lautlos ausschalten kann. Oder ob ich dann wirklich die Metal-Pfeile brauche mit der Spitze. Wenn das nah genug dran ist, müsste es eigentlich funktionieren. Weil wozu. Huch! Weil wozu gibt es diese einfachen Pfeile, wenn man die nicht auch benutzen kann? Als hätten die ja, hätte der Entwickler ja gleich nur diese Arrow-Pfeile mit den Eisenspitzen einbauen können. Aber es gibt auch die ganz normalen. Und vielleicht gehen die ja. Es wäre natürlich irgendwann, welche natürlich auch die normalen Pfeile craften, wenn ich mal ein bisschen mehr Metall habe. Aber wenn man die ganz normalen Sticks benutzen kann, erst einmal für irgendwas, ist das ja auch ganz gut. Weil die kann man schon mal mehr sich einen richtigen Vorrat zu anbauen. Die sind nicht so teuer wie diese Metalldinger. Wenn ihr versteht, was ich meine. Guck, wie geil das aussieht, Alter. Ich feier das voll. Wie die Sonne hier in dem Metall. Oh, Alter, ich bin verliebt. Ich bin verliebt in das Spiel. Immer noch. Ich bin so gespannt, was da noch rausgeholt werden kann. Das Spiel hat so viel Potenzial, also ganz ehrlich. Da kann man noch so viel draus machen. Das ist Wahnsinn. Und das weiß der Entwickler bestimmt auch. Da wird noch einiges kommen. Da bin ich ganz stark von überzeugt. Gut, gehen wir in die Mine. Bauen wir wieder ein bisschen ab. Ich habe mir auch sagen lassen, man kriegt hier ja auch relativ schnell Ärger mit unserer guten Freundin Stamina. Die ist ja ganz schnell am Boden, weil man hier so viel arbeitet und dass man sich hier einen Stuhl craften soll. Man soll hier einen Stuhl hinstellen, wo man sich dann hinsetzen kann und dann wieder ganz gut Stamina beruhigen kann. Das sollten wir vielleicht mal irgendwann mal tun. Frage ist nur, ob der Stuhl hier drin bleibt oder ob der wieder. Iron, doch, genau das wollte ich gerade sagen. Zink brauchen wir eigentlich nicht, aber Iron brauchen wir. Wenn der Stuhl natürlich immer wieder wegcraftet, das wäre nicht so toll. Ich suche erstmal nur Eisen. Erstmal nur Eisen, bitte. Aber wenn der Stuhl immer wieder despawnt, dann brauchen wir uns hier keinen Stuhl hinzustellen. Wenn er natürlich bleibt, dann ist das eine gute Idee. Dann kann man einen guten Stuhl. Auch zu Hause einen Stuhl, ne? Dann kann man da sich, glaube ich, hinsetzen und den Nebel abwarten. Wobei, man kann auch gar nicht ins Bett gehen, ne? Also, wir haben jetzt das Haus hier abgesichert. Wir können jetzt auch ganz gut auch den Nebel wegschlafen. Früher, als noch nichts abgesichert war, kamen da Zombies durch. Aber jetzt, wo es abgesichert ist, kann man ganz normal schlafen. Und passiert einem nichts. Noch nicht. Also ich weiß nicht, was noch so kommen wird. So, ist das Eisen? Das könnte Eisen sein. Wir brauchen noch 10 Barren
Da sind wieder zwei, ne? Da sind wieder zwei drin. Was passiert denn hier? Oh. Alter, was? Drei? Drei auf einen Schlag? Ernsthaft? Alter! Meine Güte. Das ist aber jetzt viel gewesen. Zink und Kupfer und Eisen und alles. Meine Güte. Man meint es gut. Die gute Karma meint es gut mit uns. So, mal ein bisschen aufladen. Also wir brauchen erst einmal hauptsächlich Eisen, weil ich brauche den Sledgehammer unbedingt. Das Gold, ne? Das ist, glaube ich, Gold, oder? Ne, oder kann auch Kupfer sein. Der ist weg, komischerweise. Und da ist Zink bestimmt nur drin, ne? Wobei ich nicht weiß, ob das immer so... Ist das Salpeter? Unser Peter. Peter Sal. Brauchen wir auch. Wenn wir irgendwann mal Munition, glaube ich, machen oder so, ne? Ist das nicht verkehrt? Hier fliegt... Der Peter fliegt aber ganz schön wild hier rum. Meine Güte. Der ist ganz schön motiviert. So. Ich halte erstmal nur Ausschau an den ganz dunklen. Was liegt denn hier? Den habe ich letztes Mal schon weggeräumt. Irgendwie respawnt hier immer so ein gelber. Den hab, ich meine, den hätte ich letztes Mal schon weggeräumt. Warum? So, kann ich vielleicht... Ja, das müsste auch Salpeter sein. Peter ist hier gut vertreten. Peter ist gut vertreten, Gott sei Dank. Und wir werden ihn irgendwann brauchen. Wenn wir, glaube ich, dann Munition bauen. So, wir müssen wieder ein bisschen aufladen. Wir sind wieder... Vielleicht können wir auch hier in der Mine schlafen. Ich weiß nicht, ob die Zombies hier reinkommen, wenn Nebel ist. Ich bin mir da nicht ganz sicher. So, was für eine große Mine, Alter. Hier ist nichts despawn. Hier ist nichts respawn, Alter. Hier war immer was in der Wand. Jetzt bin ich ja beleidigt. Ich weiß auch nicht, welchen Abständen hier was kommt. Schon wieder, Salpeter. Peter, du bist aber auch hier heute. Der ist aber auch heute motiviert. Trink nochmal einen Schluck. Bringt zwar nicht so viel diesmal, weil wir eigentlich keinen Hunger haben und keinen Durst. Aber wenn wir viel Salpeter hier kriegen können, dann müssen wir es abbauen. Wir müssen es abbauen. Na komm, na komm. Na komm. Komm, mein Freund. Ah, kann aber nicht wahr sein. Der braucht aber auch lange. Alter Schwede. Ich glaube, der Stuhl, der wäre gar nicht mal so verkehrt. Hallo. Ist das so anstrengend? Ist das so anstrengend hier? Ich probiere mal was. Ich probiere mal kurz was. Scheint zu funktionieren. Jetzt hoffe ich nur, dass sich der gemerkt hat, dass ich... Ja, er hat sich gemerkt. Sehr gut. Das klappt also. Wunderbar. So, schwarz. Das ist Gold, ne? Das scheint Gold drin zu sein. Ich gucke erstmal nach rein schwarz. Da könnte was... Auch Gold, oder? Ich probiere es mal. Ja, das Schlafen hilft scheinbar. Iron! Iron Man! Iron Man musste wieder aufs Klo. Hat wieder seine kleinen Eier hier abgelegt. Habe ich irgendwas vergessen? Kommt mir so wenig vor. Kommt so wenig raus. Also schlafen hilft. Das ist ganz gut. Essen haben wir ja dabei, trinken auch. Ich gehe mal hier den Gang lang. Ja, aber wenn das so ganz hell, da ist, glaube ich, Zink nur drin, ne? Ich glaube, hier ist, glaube ich, nur Zink drin. Da ist Gold. Zum Berserker gehen wir noch nicht.
Für den fühle ich mich noch nicht bereit. Salpeter. Also das sollten wir immer mitnehmen, glaube ich. Wenn wir Glück haben, dass wir hier Salpeter finden, sollten wir auch Salpeter mitnehmen. Das werden wir noch viel brauchen, glaube ich. Hab ich das Gefühl. Hä? Huch. Okay. Das geht scheinbar. Was haben wir denn da? Kupfer. So. Und du gehst wahrscheinlich nicht, ne? Doch, geht auch. Wunderbar. Noch ein Peter. Peter Lustig. Peter sei Peter. So. Lalalalalalalala. Super. Uns geht's ja eigentlich ganz gut. Wir sind ja eigentlich ganz gut aufgestellt. Uns geht's eigentlich gut. Komm, da ist Kupfer drin, ne? Da fehlt da was anderes dran. Das kann einen auch trügen. Hä? Hallo? Ah, da war doch gerade noch ein Balken, oder? Oh Mann. Ach, fick doch die Hölle. Also manche Steine sind buggy. Gut. Also den Bogen, den würde ich mir gerne holen. Also denn, mit dem Pfeilen und so, das würde ich mir gerne probieren. Das. Sobald das die Gedärme des Bärens getrocknet sind, würde ich gerne den Bogen bauen. Da mal probieren, ob ich dann lautlos irgendwie die Banditen erledigen kann. Weil anders kann ich mir das nicht. Zink, okay? Brauchen wir eigentlich nicht. Das müsste Gold sein. Nur fürs Lernen zu gucken. Noch ein Goldstück. Komm, wir brauchen aber nur. Erstmal nur eins, glaube ich. Da, das reicht. Was haben wir denn jetzt hier? Ah, das ist nicht wirklich viel Eisen, was wir hier gekriegt haben. Das reicht nie im Leben. Ja, wir hatten zu Hause nur drei oder so, ne? Das. 10 brauchen wir. Ah, scheiße. Ich weiß auch nicht, in welchen Abständen das Ganze hier respawnt. Und ob wir hier ganz raus müssen und dann schlafen müssen und dann wieder hier rein. Ob das dann funktioniert. Kommt da jetzt. Das könnte vielleicht Eisen sein. Das könnte vielleicht Eisen. Da sind auch 2 Stück dran ineinander, Alter. Da sind auch 2 Stück dran. Ah, da ist noch einer. Da könnte ein Eisen bei sein, hoffe ich. Ich hoffe. Ich hoffe, die Carmen ist mal gnädig und. Ah, wieder was essen. Eigentlich nicht, ne? Aber ich könnte noch mal ein bisschen schlafen. Auf dem harten Steinboden. 3 Stunden. 46 Grad. Alter! Nebel in der Höhle. Das ist. Physikalisch glaube ich nicht unbedingt möglich, oder? Sorry, ich muss mich mal kurz räuspern. Noch ein Felsen, Alter. Hat jetzt durch den Schlaf, hat jetzt alles respawned? Da gucken wir gleich nochmal kurz. Ich weiß nicht, ob die Monster-Zombies hier reinkommen. Ich weiß es nicht. Okay, wir haben Nebel. Bitte keine Zombies. Wir gucken mal, ob das die Felsen da hinten jetzt da sind. Oder ob die. Also ich weiß nicht, ob das physikalisch möglich ist, dass der Nebel auch hier in der Höhle. auch hier in der Höhle ist. Das hat nicht. Das ist andere Gold, ne? Hat noch nicht respawned. Was haben wir denn jetzt? 19 Eisen. Wird wieder nicht reichen. Das gibt es einfach zu wenig in der Schmiede. Wir müssen etliche Male hier reingehen, damit wir dann am Ende auf 10 kommen. Naja gut, wir haben ja nichts Besseres zu tun. Machen wir das einfach. Ist hier irgendwas vielleicht schon neu? Was ist denn da drin? Da könnte was drin sein.
Das ist diese leicht goldgelben Stellen da, die, glaube ich, sind ein bisschen irritierend, ne? Ich glaube, das Gold ist erst, wenn da wirklich klar Gold zu sehen ist. Dann ist da Gold drin. So, ist ja wieder ein Felsen neu. Ich glaube, er hier, ne? Ah, ne, das war, glaube ich, der Felsen, der. Doch, geht auch. Okay. Da ist aber, glaube ich, Zink drin, ne? Das Zink und das nochmal Salpeter. Okay, also respawn sind sie. Also, es kommt nach und nach, kommt was Neues. In den Felsen rein, Alter. Also ein bisschen buggy ist es schon, aber es ist halt erst die Early, ne? Es ist erst Early. Early Time. Die Zombies scheinen nicht reinzukommen. Wird sich wahrscheinlich auch ändern irgendwann. Wahrscheinlich haben die Zombies sich da in diesen hinter diesen Bunkertoren da verschanzt und kommen irgendwann dann da raus und greifen an. Würde ich mich nicht wundern. So, kann man den LKW eigentlich auch? Nein, wahrscheinlich nicht. Ich spare jetzt mal die Energie. Guck mal, der Felsen ist auch wieder da. Da ist Kupfer drin, glaube ich. Wir nehmen ihn mit, komm. Wer weiß, wozu wir Kupfer mal brauchen irgendwann. Wir nehmen ihn mit. Wobei, wie gesagt, Iron wäre mir jetzt lieber. Ist aber auch mühsam. Die Minenarbeit ist echt mühsam. Ich möchte nicht tauschen mit den Leuten, die in den Bergbau gehen. Großes Respekt für die Leute, die das machen. Vor kurzem sind ja die letzten Steinkohleminen geschlossen worden. Traurig, traurig für die Arbeitsplätze. Naja. So, Nebel geht vorbei. Ich muss nach Hause. Vielleicht gehe ich nochmal in eine Offline-Pause nochmal in die Mine und sammle nochmal ein bisschen. Das mache ich vielleicht. Ich brauche nicht unbedingt alles hier mitzukriegen, wie ich hier vergebens nach. Eisensuche. Ich nähere mich den Ausgang. Das heißt, hier könnten wir Zombies sein. Okay. Der Felsen ging, glaube ich, gar nicht, ne? Ne. Warum auch immer. Warum auch immer. Warum soll es auch funktionieren? Wie spät haben wir eigentlich? Gleich 3 Uhr und 46 Grad, Alter. Hier in der Höhle, alleine. So, hier ist nichts respawned, komischerweise. Doch. Obwohl, nee, den haben wir gar nicht mitgenommen damals. Ich glaube, den hatten wir gar nicht. Hallo? Hallo. Hallo. Ich riskiere es nicht. Wir haben zu viel getan. Ich gehe mal zum Lager. Vielleicht kann ich da schlafen. Also ich komme nicht in die Höhle rein, scheinbar. Vielleicht kann ich mich ja hierhin kuscheln. Nein, geht nicht. Aber vielleicht kann ich im Augenblick schlafen. Scheint zu funktionieren. Gut, Nebel ist vorbei. Hat hier irgendwas respawned? In der Zwischenzeit. Na, ich gehe erstmal nach Hause. Dass ich da den Stamina spare ich mir. Ich weiß ja nicht, ob man hier ganz raus muss. Das weiß ich nicht. Also. Schlafen kann man in der Höhle, aber man muss nicht unbedingt einen Stuhl einsetzen. Kann man natürlich auch, aber im Augenblick geht auch das Schlafen ganz gut. Gut. Hier liegt gar nichts, ne? Hier ist irgendwie nichts. Keine Gegenstände liegen hier rum, außer irgendwelche leeren Dosen, Flaschen, Müll, irgendwas. Nun gut.
Machen wir uns auf. Ich gehe noch mal in eine Offline-Pause hierher. Ihr müsst jetzt nicht alles mit angucken, wenn ich jetzt hier Eisen abbaue. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge dann wieder. Hoffentlich dann mit genügend für den Sledgehammer. Und dann kann man nochmal unterwegs alles mögliche kaputt kloppen, was geht, um Material zu sammeln. Wir müssen ja noch unseren Zaun ein bisschen weiter ausbauen, ne? Also unser Gelände. Das sollten wir auf jeden Fall noch tun. Ich bin hier ein bisschen... Ja, die Lampe ist ja so... sowas von gut. Die Lampe ist so gut. Ich komme hier irgendwo durch. Ich komme hier immer durcheinander hier auf dem Weg. Ich weiß nie genau, wo die Straße war. Da war der See irgendwo, ne? Jetzt fahre ich hier mitten durch den Wald über den Klatschmoor. Botaniker sind empört. Botaniker sind empört. Mit Recht. Zu Recht. Den Trecker können wir auch kaputt machen. Den lasse ich aber erstmal so als Erinnerung an die gute Zeit. Die Plastikautos nehmen wir uns mit. Aber was mache ich denn jetzt hier gerade? So, okay. Da ist auch eine Basis hier links. Und da kommt gleich die Straße. Boah, ist das dunkel. Die getöteten Scheiben, ne? Gut, auf geht's. Also wie gesagt, der Bogen, der muss auf jeden Fall, sobald das Ding, die Gedärme getrocknet sind, muss der Bogen her. Und dann probiere ich mal aus, ob ich dann vielleicht von... Toll. So macht man seinen Wagen kaputt. So macht man seinen Wagen kaputt. Wie gesagt, dann probiere ich dann mal aus, ob ich dann mal auf leisen Sohlen, wie die alten Indianer, die Feinde beseitigen kann. Irgendwie. Und zwar mit den ganzen normalen Stickies. Warum haben die Entwickler das sonst da eingebaut, diese einfachen Pfeile, wenn die nicht funktionieren? Natürlich funktionieren die mit der Metallspitze besser, ganz klar. Ganz klar. Gut, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Ja, wir werden nicht sehr viel rausholen können aus dem bisschen, was wir da haben. Aber immerhin. Mühsam, mühsam, ne? Aber es funktioniert. Wir kriegen was zusammen. Wir bauen uns langsam aber sicher was auf. So, was haben wir denn hier? Mal eben kurz. Split half. Split half. 4. 4. 4. Alter. Willst du mich verarschen, ey? Aus 12 kriegt man nur 3 von den Dingern, Alter. Ich geh kaputt. Toll. Toll. Das hat sich ja super gelohnt. Das hat sich ja echt super gelohnt. Split one. Nee, das ist tatsächlich, man muss... Also 4, 4... Hä? Moment mal. Hä? Achso, der ist da oben reingepackt. Warum? Hä? Also manchmal bin ich hier ein bisschen irritiert. Guck mal, da liegen auch welche rum. Warum kann ich die nicht mitnehmen? Guck mal, hier liegen überall Barren rum. Das war jetzt aber gemein. Das war gemein, dass er da als, ne? So, also mal von Anfang. Lass nochmal von Anfang an. Split half. 4. 8. 12. Macht 3. Und das. Und das. Ich lasse erstmal nur die 3.
Erstmal nur die drei. Dann packen wir die nochmal rein. Die nochmal rein. Und Zink. Und Zink. Und Zink. Guck mal, das gibt mehr als da. Naja. Es sind ja auch 8. Sind ja auch 8. Wenn wir jetzt hier so viel hätten. Ich werde es nicht verstehen. Ich werde es nicht verstehen. Was haben wir denn jetzt? Das ist Iron. Nehme ich jetzt ein. Ich teste es nochmal. Wenn ich jetzt hier jeweils nochmal einen drauf packe. Nee, passt nicht. Ich muss definitiv. Leider Gottes. Die Rezepte sind einfach traurig. Habe ich noch Kupfer im Schrank? Da kann man nämlich da noch was reinpacken. Das sind die Barren. Gold habe ich nur. Super. Erst rein. Gut. Salpeter sammeln wir einen Augenblick. Kann man wieder mörsern. Aber nicht jetzt. Wir haben viel Salpeter, das ist gut. Das wird uns nochmal irgendwann mal zugutekommen. Ich würde vorschlagen, wir sammeln. Das machen wir später, wenn wir mehr Eisen haben. Lohnt sich das mehr? Zink und Zink. Und da haben wir noch ein bisschen Sulfur und noch ein bisschen Gold. Gut. Vielleicht können wir auch, um Platz zu sparen, direkt mörsern. Ich weiß, ich. So. Mörsern. Das war hier, ne? Salpeter. Es wird Peter zerkleinert. Ist ganz gut, glaube ich. Ich glaube, es ist ganz gut. Haben ein bisschen Platz geschaffen, ne? Im Schrank. Wenn man das direkt verkleinert, ist ganz gut. Gut, hier haben wir dann Salpeter. Das noch, das Zink, das Gold, das Kohle. Warum fresst ihr meine Kohlen? So, und dann haben wir hier noch einmal, haben wir noch Platz. Da, hier waren glaube ich nur, hier war glaube ich nur das. Ja, manchmal ist das ein bisschen, mit der Auswahl des Schranks ist ein bisschen komisch. Ich pack das erstmal hier mit rein. Und das auch. Das ist noch eine Salpeter. Aber scheiß drauf. Gut. Schlafen wir eine Runde gleich. Machen wir dann. Ich gehe in der Offline-Pause in die Mine und mache nochmal ein bisschen mehr Eisen. Und hoffe, dass ich dann relativ zügig da die 10 beisammen habe. Zack, komm, scheiß drauf. Arbeiten wir mal ein bisschen. Von nix kommt nichts, ne? Von nix kommt nichts. So. Wie sieht denn hier aus? Ist es schon trocken? Das dauert aber auch ganz schön lange. 50%, Alter. Das braucht noch ein bisschen. Das braucht noch ein bisschen. Nun gut. So. Essen und Trinken haben wir noch. Brauchen wir nicht so viel. Wie sieht's hier aus? Läuft noch. Nun gut, dann können wir, glaube ich, nochmal eine Runde pennen. Und dann machen wir. Ich denke mal, wir sehen uns dann wieder, wenn ich dann genügend Iron gesammelt habe. Dann geht es dann weiter hier bei Mist Survival mit den Sledgehammer, den wir uns dann craften werden. Und dann gehen wir raus zum Sammeln. Dann hauen wir so viel Sachen kaputt und holen uns so viel Zeug, was wir so brauchen können. Und ja, so ist mein Plan im Augenblick. Erstmal schlafen wir mal bis, was haben wir jetzt, 10 Uhr, 7 Stunden. 7 Stunden schlafen wir mal. Und dann geht's weiter hier bei Mist Survival Reloaded. Schöner Morgen. Sehr gut. So, wie sieht's mit Essen aus? Haben wir eigentlich noch nicht so wirklich. Aber wir nehmen uns noch ein bisschen was mit. Das verfällt aber auch langsam, ne?
Guck mal, das hier in unserer Tasche ist noch nicht so. Hat erst 30, hat noch 30 und das hier, das verfällt schneller. Warum auch immer. Warum auch immer. Aber der Kühlschrank hilft nicht wirklich viel, ehrlich gesagt. So, hier ist Unsafe Water drin. Dann trinken, dann füllen wir nochmal. Ich trinke erstmal. Erstmal trinken. Und dann füllen wir nochmal unsere Flasche auf, damit ich nachher in der Mine auch genügend habe. Take, take, take. Take the water. Gut, wunderbar. Geil. Wir machen uns langsam. Wir machen uns langsam. Gut. Tür zu. Auf zum Mobil. Ist irgendwas respawned? Irgendwas? Nein, natürlich nicht. Warum sollte es auch? Warum sollte es auch? Nein, natürlich nicht. Warum sollte es auch? Nun gut, Freunde. Gut. Dann machen wir das so, wie ich es gesagt habe. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dann geht's hier auch bald weiter. Also, ich denke mal, wenn ich dann ja, das nötige Eisen gesammelt habe, geht's dann weiter mit unserem Sledgehammer und den Kaputtkloppen. Und ja, mal sehen. Wir schlagen uns so durch, ne? Hier in Mist Survival Reloaded. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssi und tschüss.